Herzlich willkommen auf dem Genfer Autosalon bei Honda. Und die stellen ein ganz interessantes Auto vor, und zwar den Civic Type R. Ein frontgetriebenes Kraftpaket, möchte man sagen. Unter der Haube ein 2-Liter Turbomotor, und der hat es in diesem Fall richtig in sich. Das Aggregat leistet 310 PS und hat ein maximales Drehmoment von 400 Newtonmetern. Die Höchstgeschwindigkeit soll bei exakt 270 Stundenkilometern liegen. Den Spurt auf 100 erledigt der Japaner in 5,7 Sekunden. Die Kräfte bündelt ein manuelles Sechsganggetriebe. Besonderes Augenmerk hat Honda bei der Entwicklung auf die Aerodynamik gelegt. So besitzt der Civic Type R einen fast komplett verkleideten Unterboden. Ein Heckdiffusor und ein Heckflügel sollen für reichlich Abtrieb sorgen. Der breite Frontsplitter und die Seitenschweller dienen ebenfalls einer optimierten Luftströmung. Der vordere Stoßfänger wurde so konstruiert, dass die Verwirbelungen an den Vorderrädern minimiert werden. Zur besseren Kühlung des Motors wurde der obere und der untere Frontgrill vergrößert. Die zusätzlichen Lufteinlässe in der Frontschürze und Luftauslässe in den Radläufen sollen eine effiziente Be- und Entlüftung gewährleisten. Speziell für den Type R wurde auch ein neues adaptives Dämpfersystem mit 4 Grundeinstellungen entwickelt. Neu ist auch ein R-Modus, der Fahrwerk und Antrieb auf Knopfdruck nachschärft. Eingebremst wird der neue Honda Civic Type R von einer Brembo-Bremsanlage. Innen gibt es unter anderem einen Alu-Schaltknauf, Sportsitze mit extra hohen Rückenlehnen, rote Ziernähte und einen schwarzen Dachhimmel. Charakteristisch für den Honda Civic Type R natürlich ein großer Heckspoiler. Ich glaube, hier so nach hinten rausgucken kann man nicht unbedingt, aber will man ja auch nicht. Man will ja nicht in den Rückspiegel gucken, sondern nach vorne. Nach vorne gucken wir auch mal, was die Markteinführung angeht. Ende März 2015 soll es losgehen, dann soll er bestellbar sein. Allerdings gibt es hier in Genf auf dem Autosalon noch keine endgültigen Preise, aber so um die 35.000 Euro wird er wohl liegen.